bringt Universal wirklich bald, und mit bald meine ich in vielleicht 2 oder 3 Jahren, ein eigenes Jurassic Park Horror Adventure Game raus? Wenn ja, und das basiert auf den Bausteinen, die ich euch jetzt in diesem Video nenne, wäre das eine richtige Scheißaktion. Warum das so ist, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß. Erinnert ihr euch noch an den Trailer von Jurassic Park Operations? Falls nicht, habe ich hier gerade mal einen kurzen Ausschnitt davon für euch eingeblendet. Der Trailer erschien, glaube ich, erst 2022 oder sogar erst 2023, ist auf jeden Fall noch überhaupt nicht so lange her und die Fans sind damals ausgeflippt. Das Ganze ist ein Spiel, das mit Dreams errichtet wurde. Das ist ein Game für die PlayStation 4, was man auf der PlayStation 5 spielen kann. Also das Spiel wurde mit einem Spiel designt und eben hergestellt. Wer sich schon mal mit Dreams auseinandergesetzt hat, der weiß, was für ein unfassbarer Akt es ist, auch nur ansatzweise so etwas auf die Beine zu stellen. Und das Spiel sah wirklich unfassbar gut aus. Ich meine, wir haben den kompletten Park gehabt. Es wurde sich für meine Verhältnisse, also für mein Verständnis her, auch wirklich an Konzeptzeichnungen und eben auch an Büchern, also an den Büchern orientiert, in denen auch bestimmte Attraktionen nochmal aufgeführt wurden. Denn wir sehen einmal eine Achterbahn in dem Trailer zu dem Spiel. Wir sehen eine Wasserfahrt. Das Ganze ist eben wie ein richtiger Park aufgebaut, plus eben noch der Survival-Horror-Jurassic-Park-Dino-Effekt mit dabei. Die Grafik lässt sich auch sehen, also das Ganze sieht wirklich extrem hübsch aus. Und ich habe mir damals schon gedacht, ey, ich würde es sehr gerne spielen, aber ich habe das Gefühl, dass Universal sich darauf stürzen wird und sagen wird, okay, pass auf, wir machen das weiter, wir kümmern uns dann komplett darum. Das Ganze hat man auch so ähnlich damals beim Resident Evil 2 Remake gemacht, da gab es ja auch einen ganz großen Fanaufschrei, weil ein Fan ein Remake vom zweiten Teil produziert hat und daraufhin hat Capcom erst gesagt, okay, pass auf, wir kümmern uns jetzt um dieses Spiel, aber ich meine sogar, dass das nicht einfach dem Fan weggerissen wurde. Ich glaube, da gab es noch einen Kompromiss, wo sie gesagt haben, okay, pass auf, das ist unser Kompromiss dafür, dass wir dann quasi dein Konzept übernehmen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gewesen ist, aber ich meine da was gelesen zu haben. Was auch wirklich fair ist, und Capcom ist in der Hinsicht ja wirklich fair und hört auch auf Fans, also Capcom ist schon sehr fanbezogen. Ich meine, Resident Evil 6 war das erfolgreichste Spiel von Resident Evil finanziell. Da es das beschissenste Spiel von der Geschichte und vom Gameplay her war, das wäre anderen Studios egal gewesen. Capcom hat sich daraufhin aber gesagt, Moment, das Spiel ist zwar unfassbar erfolgreich gewesen, aber den Fans gefällt es nicht. Jetzt rudern wir nochmal komplett zurück, lassen uns 1-2 Jahre Zeit und dann kam Resident Evil 7 raus. Das ist eine coole Aktion, also wie gesagt, die hören auf die Fans. Aber zurück zu Jurassic Park Operations. Das Spiel wurde jetzt offiziell gecancelt. Die Entwickler haben auf ihrem YouTube-Kanal nämlich ein Statement zum Spiel abgegeben. Da wird ganz klipp und klar gesagt, dass sie uns nicht den Brief zeigen werden, den sie von Universal bekommen haben. Sie können uns aber nur so viel sagen, dass das Spiel eben aus Lizenzgründen gecancelt werden muss. In dem Video wird auch darauf hingewiesen, dass man jetzt keinen Hass auf Capcom, dass man jetzt keinen Hass auf Universal haben soll, da die wirklich nett mit dem YouTubern, also mit den Entwicklern des Spiels Jurassic World Operation umgegangen sind. Und da gehe ich auch vollkommen mit. Ey, so Hass schreiben, irgendwas, das ist immer kompletter Bullshit. Es wird schon Gründe dafür geben. Allerdings tauchen komischerweise jetzt schon wieder Gerüchte im Netz auf, dass Universal selber an einem Jurassic Park Spiel arbeitet, das komischerweise die Genre Adventure und Horror beinhalten soll. Auf der einen Seite muss ich sagen, wenn sich diese Gerüchte vielleicht bald bewahrheiten. Möglicherweise am 30. Geburtstag der Jurassic Park Filme, wenn wir hier ein großes Announcement bekommen und das Announcement ist, hier, ihr bekommt genau so ein Spiel. Ich freue mich natürlich drauf. Aber es fühlt sich für mich so an, als hätte Universal wirklich nahezu darauf gewartet, bis so ein Fanprojekt an den Start geht, hätte abgewartet, wie erfolgreich das Ganze wird, ist dem Fan mehr oder weniger weggenommen und macht jetzt sein eigenes Ding daraus. Wie gesagt, das Video von dem Produzenten dieses Fanprojekts Jurassic Park Operation gibt da nicht genug Informationen dafür raus, was auch vollkommen okay ist. Und deswegen sollte man da jetzt auch keine Vorwürfe an Universal streuen. Ich will hier einfach nur darauf hinweisen, dass eben zweierlei Dinge jetzt passieren werden. Ja, zum einen wurde das Spiel Jurassic Park Operation gecancelt und zum anderen wurde laut Gerüchten ein Jurassic Park Horror-Adventure-Spiel in Auftrag gegeben. Mich macht einfach auch nur stutzig, dass es kein Jurassic World
Horror-Adventure-Spiel ist. Das wäre doch viel aktueller. Nein, es wurde ganz klar gesagt, ein Jurassic Park Horror-Adventure-Spiel. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung dazu wissen, wenn es wirklich so wäre, dass Universal diesen Schritt geht und quasi das Fanprojekt einfach nur dafür nutzt, um zu sagen, das ist jetzt gecancelt, wir machen das jetzt. Ich würde es ein bisschen schade finden. Ich weiß nicht, man soll nicht immer, vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht stimmt das auch gar nicht so, aber es sieht für mich ganz danach aus und das sind immer so diese Riesenkonzerne, die dann einfach meinen, sich wirklich jeden kleinen Penny in die Tasche zu stecken. Ich fände es wirklich extrem schade. Jetzt bist wie immer du gefragt, was meinst du dazu? Freust du dich auf so ein Spiel? Glaubst du, dass das eine große Ankündigung werden könnte zum 30. Geburtstag von Jurassic Park? Ich lasse mich da auf jeden Fall mal überraschen und werde es im Auge behalten und euch dann immer auf dem Laufenden halten, wie es jetzt wirklich weitergeht mit einem neuen Jurassic Park Adventure Horrorspiel. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.